Lightning McQueen ist ein absoluter Cheatcode. Wieso, weshalb, warum, zeige ich euch in diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein fettes Like da, lasst ein kostenloses Abo da und kauft dir Lightning McQueen. Erstmal das Coole an Lightning McQueen ist natürlich, dass du eben einmal Deineco als blaues Auto auswählen kannst. Also wenn du in Team Blau bist, dann hast du diesen Aufkleber von Deineco und hast somit ein blaues Auto, was halt richtig, richtig geil ist. Und du kannst natürlich auch für Orange einfach normal Lightning McQueen auswählen oder cruisen, ja. Und dann hast du ein rotes Auto und somit erkennst du direkt auf den ersten Blick, in welchem Team du bist und hast immer ein anderes Auto. Das neue Cars bzw. Lightning McQueen Bundle ist immer noch im Rocket League Item Shop und wenn du günstiger Credits dafür brauchst, dann schau jetzt in die Videobeschreibung, denn dort findest du meine Partnerseite Rocket League Exchange, wo du eben wie immer günstiger Credits kaufen kannst. Einfach Plattform auswählen, dann die entsprechenden Credits auswählen, dann Code Reapers nutzen für 3%, ja, sparst dann hier 34 Cent. Zahlst dann mit deiner beliebigen Zahlungsmethode und bekommst die Credits dann ganz einfach getradet. Wenn sie dann da sind, ja, dauert eigentlich immer nicht so lange. Wenn du aber trotzdem Fragen haben solltest, dann schreib mir auf Instagram oder auf Discord. Ja, ich habe auch auf meinem Discord einen eigenen Channel dafür. Ich freue mich, ja, wie gesagt. Let's go und Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt sind wir zum Beispiel im orangenen Team und haben selbstverständlich den Basic McQueen am Start. Ich bin gespannt. Ja, mit Herbert ist heute hier wieder... Zack, hier, guck mal, die Mashallah Parade. Und das wird ein schönes Ding. Ah, erst sieht mir den Boost. Pass auf, komm, wir müssen hier wirklich ein bisschen Rambazamba machen in der Round. Ja, wäre ganz cool. Den hab ich, den hab ich aber komplett nach dem Look. Ja, wieso, weshalb, warum ist ein Lightning McQueen ein absoluter Cheatcode? Das kann ich euch sagen, denn Lightning McQueen hat die Dominus-Hitbox, aber er hat eine angepasste Dominus-Hitbox. Und das macht dieses Auto ziemlich stark. Ja, denn die Hitbox ist natürlich eigentlich überhaupt gar nicht für McQueen ausgelegt. Also Dominus ist ja eigentlich immer ein bisschen länger. Und deshalb hat Rocket League gesagt, okay, wir passen die Hitbox halt einfach an. Und das heißt, sie haben die Hitbox kleiner gemacht. Hab ihn gebannt. Ist drauf. Nice. Und das Ganze, ja, hat sich zu so einem kleinen Cheat entwickelt, würde ich sagen. Das Auto, das ist schon... wirklich sehr, sehr stark. Also klar, man muss in irgendeiner Weise noch spielen können, so wie ich jetzt gerade mit Kachow. Aber vor allem für Ones ist das Auto sehr, sehr krass, dadurch, dass die Hitbox halt irgendwie so gemacht ist, dass die Flicks wirklich sehr crazy sind. Ich werde gedemot, ich hätte ihn so reingemacht, das ist so belastend. Ja, ich chill erstmal. Und die Demo habe ich auch nochmal mitgenommen. Wenn ich den anderen jetzt auch noch demoen würde, wäre krass. Achtung, da kommt der Shot wahrscheinlich. Okay, wieder ein Shot. Jawoll. Ich sehe hier ein bisschen Boost. Wo bist du? Ich habe ihn gebammt. Willst du nehmen oder soll ich? Ich will. Okay. Hat der Mate. Oh, der hat er sogar sehr, sehr gut. Ich hab Boost. Und überspielt. Und dann ist das drin. Ciao. Teilweise müssen die Gegner auch einfach denken, ich bin der größte Lightning McQueen Fanboy. Ich habe den Banner drin, ich habe die Torexplosion drin und ich habe sogar das Auto drin mit Aufkleber. Ja, wenigstens einer. Ich bin demoed, pass auf. Also ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen. Wer das Lightning McQueen Auto noch nicht gekauft hat, ich weiß gar nicht, was kostet das ohne alles. Ich weiß es gar nicht. Aber ich kann euch sagen... es ist sehr, sehr krass. Es ist sehr, 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 sehr krass. Ich glaube, so um die 1600 Credits kostet das Auto, wenn ihr nicht das komplette Mega-Bundle nehmt. Aber ganz ehrlich, man braucht auch nicht das komplette Mega-Bundle. Klar, ist cool, aber im Endeffekt geht es um das Auto. Und da kann ich euch sagen, das ist sehr, sehr krass. So klar, so eine Kachau, Gola Explosion und so ist auch mega geil noch so. Aber die braucht ihr halt nicht, ne? Aber das Auto, sag ich euch ehrlich, das ist schon so ein Auto, das wird man des Öfteren ja auch einfach mal spielen. Die Räder Zack. Sind ja auch dabei. Genau, die Räder sind dabei. Also ihr habt wirklich ein komplettes Poolset an Auto, was ziemlich cool ist einfach. Und wie gesagt, von der Hitbox her ist das Auto einfach krass. Und ihr haut damit Banger raus. Das ist crazy. Der ist nicht drin. Ich hab... oh mein Gott, ist das schön. 4-0. Ja, gerade hier richtig schön die Gegner am Outplayen. Die geben auch immer noch nicht auf. Das wäre schon echt so das Ding, wo ich aufgegeben hätte. Aber es geht weiter. Die haben immer noch Hoffnung. Zack, ein Outplayed. Du hast. Jawohl.
Ja, das Problem ist natürlich, wir müssen jetzt auch langsam mal unsere Rewards voll machen. Wir haben halt zwar noch einen Monat Zeit, aber wenn man halt betrachtet, ist ein Monat jetzt auch gar nicht mal so extrem. Und man muss natürlich mitbedenken, dass zum Ende hin einer Season immer viele sehr hochgezogen werden. Das bedeutet also, wir werden wahrscheinlich irgendwie zum Ende hin der Season auf sehr viele Smurfs treffen. Und deshalb müssen wir uns langsam mal ranklotzen. Hast du easy? Dann hab ich ihn halt. Okay. Das Match ist auf jeden Fall gewonnen. Oh mein Gott, ich hätte ihn sogar noch gemacht. Ja, also McQueen ist schon sehr, 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 sehr krank. Und jetzt seht ihr, ich bin in Team Blau und ich habe den Dynaco-Aufkleber, was natürlich wirklich sehr, sehr cool ist. Und es ist so schön, ey. Wirklich, die Hitbox von diesem Auto ist so geil. Vor allem der Gegner hat einfach einen S1 Bronze-Turniersiegertitel. Er ist einfach in meiner Friendlist. LOL? Der Name kommt mir schon so bekannt vor. Liegt. Schade. Krass, okay. Also wir treffen halt wirklich hier scheinbar auf Deutsch, obwohl Martin ist halt auch. Das sind Randoms. Achso, okay. Aber ich glaube, die sind trotzdem beide Deutsch. Hier zu dir. Und du meinst auch, dass das der Mögens ist, oder was? Ja, das steht sogar in meiner Friendlist. 24 Minuten. 22 Sekunden. Der Mode, pass auf. Also das ist schon funny auf jeden Fall, dass man random wen trifft. Muss hoch. Ja, der Martin macht das 1-1. Es geht weiter mit dem Dynaco-Auto. Wer ist stärker? Team Dynaco oder Team Rusties? Ja, das ist hier die Frage. Oh, nice. Da sehe ich mich. Ja, ist auch ab. Double? Ah, hätte ein richtig schöner Double werden können. Oh. Wie kommt der? Oh mein Gott, schießen. Daneben. Hab ich. Ja. Let's go, Dynaco. 2-1. Ja, warte, ich warte noch. Hinter dir kommt er. Jo. Ja, ich musste ihn überflicken. Habe ich geblockt? Ich bin komplett bei denen. Komplett. Nimm du jetzt. Yo, was ein Pinch. Hab ich ihn gedemot? Ja. Let's go. Mitte rechts. Hier, rüber. Aber wichtig ist, dass wir die Runde jetzt hier gewinnen. Alleine schon dafür, dass wir langsam mal in Richtung C3 gehen. Dafür ist es schon wichtig. Jetzt du. Nein. Kickoff ist ja nicht so gut. Achtung, da kommt schon einer. Alter. Was war dein Fehler? Bitte! Was hast du wieder gemacht? Mein schönes Boost. Du bist so ein Boost-Opfer. Parade. Oh, da sehe ich mich. Da sehe ich mich, der ist drin. Let's go, Kachau 3-3. Also, ich habe 765 Punkte und du hast 80 Punkte. Du hast nicht mal 100 Punkte. Hä? Ich habe überall 0. Das hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Alles gut, ich werde ihn wahrscheinlich haben. Hat er nicht. Komm, geh hin. Hier raus zu dir. Alter. Bitte. Und let's go. Die Runde läuft richtig gut. Fast 1000 Punkte. Und Herbers ist halt so nebenbei. Der ist halt auch dabei, aber ne? Oh, Mürkens hat endlich mal geantwortet. Ja, ich mache hier gut Druck auf jeden Fall. War du weiter drauf? Komm, wir müssen nur 20 Sekunden durchhalten. Ich weiß, es ist schwer, aber bitte lass durchhalten. Ich bin stuck. Ja, okay. Und wir gewinnen die zweite Runde. Team Dynaco und Rusties gewinnen. Und alle schreiben GG, gewinnen
beide die Runde. Sehr, sehr geil. Also ihr habt gesehen, wie cracked dieses Auto sein kann. Ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, sich das Cars Lightning McQueen Auto zu kaufen. Denn es ist sehr stark und ich denke auch, dass es erstmal nicht wieder in den Item Shop kommen wird. Ihr habt nur noch wenig Zeit, also macht es. Lasst ein Like da, lasst kostenlos Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Everybody, pass raus. Chibio. Ciao, ciao.